allerseits und herzlich willkommen zu den Neuzugängen aus dem Juli. Vier Bücher habe ich selber neu bekommen und drei Bücher zur Hälfte. Wie genau das funktioniert, das findet ihr jetzt heraus. Das erste Buch, was bei mir eingezogen ist, und ich glaube, das ist chronologisch sogar richtig, war Die Störung. Das ist der zweite Teil, das steht hier ja auch völlig subtil drauf, einer Science-Fiction-Reihe. Dologie? Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Und ja, im ersten Band hatten wir festgestellt, dass es mehrere AstronautInnen gab, die in einem Raumschiff unterwegs sind, um den Ursprung des Universums zu erforschen und quasi auch die Gottesfrage zu klären. Dabei sind sie aber nicht nur auf eine mögliche Antwort gestoßen, sondern auch darauf, dass noch einige mehr Machenschaften hinter dieser Mission stecken, als bisher angenommen und auf etwas, das sich irgendwie ausbreitet, sie nennen es halt die Störung, und die Materie um sich herum auflöst, auffrisst, wie auch immer man möchte. Ja, und sie wollen natürlich auch verhindern, dass das zur Erde gelangt. Und jetzt im zweiten Band ist einer von dem Team wieder auf der Erde und versucht weiter mehr über die Hintergründe dieser Mission rauszufinden. Und die AstronautInnen auf dem Raumschiff versuchen auch weiter an diesem Rätsel zu forschen. Das klang jetzt irgendwie ein bisschen langweiliger, als das Buch tatsächlich ist. Ich muss sagen, der erste Band hatte mich ja total weggehauen, den fand ich super gut. Beim zweiten habe ich so ein bisschen gebraucht, um wieder reinzukommen. Wahrscheinlich auch, weil ich Sachen, die auf der Erde spielen, immer ein bisschen weniger spannend finde, als etwas, was auf einem Raumschiff spielt. Es gab aber einen super lustigen Sidekick in dem zweiten Teil. Es war so ein Roboter, der relativ intelligent ist und der war einfach so lustig, wenn ihr mich fragt. Ja, also das war so ein Neuzugang, da würde ich sagen, ja, war gut. So, also hat die Erwartungen soweit erfüllt und das ja auch immer gut. Dann habe ich noch zwei weitere Rezensionsexemplare diesen Monat bekommen, also diesen Monat, über den ich gerade spreche. Und zwar zum einen Die Stimme meiner Schwester. Das Buch beschäftigt sich mit dem Leben von Nachfahren von SklavInnen in Brasilien. Also es geht um PlantagenarbeiterInnen, die eben Nachkommen von versklavten Menschen sind und eben auch in dieser Unfreiheit geboren werden und aufwachsen. Und im Fokus stehen zwei Schwestern, die als kleine Kinder ein Messer gefunden haben. Und eine von beiden hat sich aus Versehen mit diesem Messer die Zunge abgeschnitten. Ja, und Mitte des 20. Jahrhunderts in Brasilien wachsen sie jetzt eben halt heran und stoßen auf die verschiedensten Widerstände, auch was die eigene Lebensgestaltung angeht. Ja, das ist so das, was ich bisher zum Buch sagen kann. Das ist das, was ich aktuell lese. Ich finde es persönlich total interessant. Und ich fand es auch super interessant, dass halt super lange in dem Buch gar nicht klar war, welche von den beiden Schwestern sich die Zunge abgeschnitten hat. Ich hatte die ganze Zeit eine Vermutung, aber das wird erst relativ spät aufgelöst. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich muss tatsächlich sagen, Brasilien ist so ein Land, mit dem ich mich bisher noch gar nicht, glaube ich, in meinem Leben irgendwie groß beschäftigt habe. Und auch mit versklavten PlantagenarbeiterInnen oder so überhaupt nicht. Ja, da habe ich absolut kein Wissen zu. Deswegen finde ich es auch super spannend, da nochmal im Buch ein bisschen was drüber zu lernen. Der Autor hatte wohl auch dann mehrere Jahre mit Nachkommen der versklavten Menschen zusammengelebt und alles. Das heißt, es ist jetzt auch nicht einfach nur so, ja, lass mal ein Buch schreiben, sondern da wurde wirklich gut und viel Forschung betrieben. Das finde ich ist ja bei so Sachen auch immer ganz wichtig, wie so der Background ist. Genau, und das dritte Rezensionsexemplar war Sicher sind wir nicht geblieben. Und das ist im Prinzip ein Sammelband von 12 Essays von verschiedenen AutorInnen, alles jüdische AutorInnen, die eben darüber schreiben, wie das jüdische Leben in Deutschland heutzutage möglich oder auch nicht möglich ist, wie das Leben überhaupt stattfindet jenseits von zum Beispiel Antisemitismus und der Shoah und dass irgendwie ja das Judentum und gerade jüdisches Leben in Deutschland immer irgendwie auf den Zweiten Weltkrieg und die Shoah reduziert wird. Ich habe es noch nicht angefangen zu lesen, aber ich bin super gespannt, wie es sein wird, weil das, glaube ich, auch eine Frage ist, die einfach wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, weil ich persönlich auch damit aufgewachsen bin, halt immer nur zu sehen, okay, jüdische Menschen wurden verfolgt, vernichtet, so, und die wenigsten, also super wenige haben das überlebt, aber alles darüber hinaus, so was von dieser historischen
Opferrolle und ja, bösen Rolle quasi so, weil sie wurden ja verfolgt, weil sie ja schlecht und böse in den Augen der Nazis waren, was natürlich total Humbug ist. Ja, also so kulturelle Komponenten oder sowas sind zumindest bei mir nie irgendwie mal unterrichtet oder was auch immer worden. Alles, was sowas angeht, also alles, was, naja, jüdische Menschen zu Menschen macht und nicht nur einer gesichtslosen Gruppe in einem sehr spezifischen historischen Kontext, das bisschen, was ich darüber weiß, habe ich mir alles irgendwie erst als Erwachsene und dann auch durch engagierte Menschen aneignen können, an Wissen. Und jetzt nicht, weil dieses Wissen irgendwie mal irgendwo einfach verfügbar gewesen wäre. Ich glaube, dass es irgendwie nicht gut ist. So, also ich glaube es nicht nur, ich bin mir da ziemlich sicher, dass es nicht gut ist. Weil wenn wir Menschen nicht als Menschen sehen, sondern halt immer nur als so eine Masse, dann ist es halt super leicht, entweder in diskriminierende Narrative zurückzufallen oder halt nicht zu sehen, dass es diskriminierende Strukturen immer noch geben könnte. Also, die gibt's ja. So, und wieso, weshalb, warum die problematisch sind. Ja. Genau. Dann habe ich noch 3 halbe Bücher dazu bekommen. Halbe Bücher deswegen, weil ich die mit meiner Verlobten zusammen gekauft habe. Ja, das erste davon ist auch ein ziemlich politisches Buch. Das habe ich tatsächlich auch schon durchgelesen. Und ich will zu meiner Meinung jetzt an dieser Stelle gerade nichts sagen, weil ich da immer noch sehr, sehr zwiegespalten bin, was ich von diesem Buch halte. Es spielt Berlin 2033. Ja, und es heißt Der Klon. Habt ihr Assoziation mit dieser Farbkombi Rot, Weiß und Schwarz? Wenn sich jetzt irgendwer denkt, die Hakenkreuzfahne sah doch so aus. Richtig! Es geht nämlich in dem Buch darum, dass ein Klon von Adolf Hitler angefertigt wurde. Und dieser Nachkomme, Klon, Zwilling, die Kopie, wie möchte man das genau formulieren? Also auf jeden Fall der Klon von Hitler, von Menschen einer rechtsnationalen Partei eben geformt werden soll, um der neue Führer fürs Vierte Reich zu werden. So. Man denkt sich auch so, okay. Aber es gibt auch noch weitere Klone, die in dem Buch eine Rolle spielen. Und es geht halt nicht nur ums Klon und die Frage von Identität oder historischer Verantwortung und wofür kann man einen Klon eigentlich verantwortlich machen, sondern es wird auch so ein bisschen dieses Szenario aufgezeigt, okay, stellen wir uns vor, weil das ist so die politische Lage in dem Buch. Jetzt gerade sind nochmal Bundestagswahlen im Jahr 2033 oder 2034 und eine rechtsnationale Partei gewinnt das Ding, beziehungsweise hat gleich viele Stimmen wie die CDU. Diese rechtsnationale Partei, die hier drin erwähnt wird, der Deutsche Weg wurde sie genannt, ist die einzige fiktive Partei in dem Buch. Die anderen Parteien sind halt einfach die Parteien, die es so gibt. Ja, und dann ist quasi so, also bisher gab es dann so eine schwarz-grüne Regierung nach Merkel, so ist das quasi aufgebaut, die ihnen auch ganz viel Klimamaßnahmen und so durchsetzen wollte, allerdings nicht besonders sozial verträglich. Und jetzt kommt halt diese Partei, diese super rechte Partei und ist so, ja, wir wollen uns für das deutsche Volk und das Wohl des kleinen Menschen einsetzen und so. Also des kleinen Mannes finde ich immer so eine komische Aussage, weil es gibt ja auch Leute, die keine Männer sind. Ja, und damit sind sie halt relativ erfolgreich und das ist so dieses Startsetting und ja, die eine Journalistin findet das dann halt alles ein bisschen raus und die Dinge entfalten sich. Ich fand es super interessant, aber wie gesagt, ich bin auch sehr zwiegespalten. Ja, weil ich meine, das Thema auch so, was wäre, wenn man nochmal Hitler hätte oder Hitler wieder da wäre, siehe, er ist wieder da, oder halt geklont wird und so. Ich meine, es ist am Ende des Tages halt irgendwie auch immer noch ein bisschen Unterhaltungsliteratur. Also ja, es ist ein Science-Fiction-Thriller, aber trotzdem, ich weiß nicht, versteht ihr, wo mein Problem liegen könnte? Falls nicht, lasst mich das super gerne wissen. Bevor mein Kameraakku mir aber abschmiert, möchte ich euch noch die anderen 2 Bücher vorstellen, die im Juli bei mir eingezogen sind. Nämlich einmal, das ist jetzt ein kooperatives Buch quasi von 2 AutorInnen, Was ist mit uns? In dem Buch geht es darum, dass sich 2 junge Männer in New York von einer Postfiliale begegnen und sich seitdem nicht mehr vergessen können. Und quer durch die Stadt begeben sie sich auf die Suche nacheinander. Mehr weiß ich über das Buch an, ja, meine Verlobte hat es wie gesagt schon gelesen. Wie gesagt, als ob ich es schon erwähnt hätte, naja. Die hat es auf jeden Fall schon gelesen und sie fand es wohl ziemlich gut.
Ich muss es noch lesen und bin gespannt, wie das so sein wird. Adam Silvera hat ja irgendwie schon, keine Ahnung, mehrere queere Bücher geschrieben. Ich habe noch kein einziges davon gelesen, obwohl wir einige hier zu Hause stehen haben. Ich muss das mal dringend nachholen, glaube ich. Aber hier ist ja dann der Anfang gemacht. Und ja, es war wirklich so, wir haben dieses Buch gesehen. Der Name zumindest von Adam Silvera hat uns beiden natürlich dann auch was gesagt. Von Becky Albertalli habe ich persönlich noch nie gehört. Lasst mich super gerne wissen, ob ihr davon schon mal gehört habt, von dieser Person. Und dann waren wir so, ein queeres Buch. Und das in unserer kleinen Buchhandlung in einer Stadt, die nicht besonders queer ist, wo man in der... Ich glaube, ich hatte euch das schon mal erzählt in der Bücherei, wo ich dann war so, ja, gibt es hier irgendwo auch queere Bücher, so LGBTQ-Bücher oder so? Und die sind so, was? Ja, so schwule Literatur. Ah, hier muss ich mal gucken. Und deswegen waren wir umso begeisterter, im Buchladen ein bisschen queere Literatur gefunden zu haben und waren so, ja, müssen wir unterstützen, kaufen wir. Ja, und das dritte Buch ist A Psalm of Storms and Silence, die Magie von Celestasia. Das ist auch ein zweiter Band und hat diesen unfassbar coolen Buchschnitt. Ist das nicht wunderschön? Der erste Band hat ja auch so einen Buchschnitt komplett in grün. Und ja, es geht ja um so ein magisches Reich und die Thronerbin dieses Reiches quasi, die im ersten Band rausgefunden hat, dass viele Dinge anders sind, als sie das bisher gedacht hat und dass ein sehr besonderer magischer Bund, sage ich jetzt mal, ihr Königinreich beschützt und dass ihre Familie mit diesem Zauber sehr eng verwoben ist. Und es gibt diese magischen Spiele, immer wenn so ein bestimmtes Himmelskörperkonstellationsding auftritt, bei dem sich so Champions der verschiedenen Tempel bekämpfen, im Wettstreit gegeneinander antreten. Und einer hat sich da halt auch reingeschmuggelt, um das Leben seiner kleinen Schwester zu retten, die von einem Dämon gefangen genommen wurde. Aber der Dämon will halt den Tod von dieser Thronerbin. Und das war natürlich im ersten Teil ein Problem. Das ist jetzt alles im ersten Teil gelaufen und im zweiten Teil geht es dann halt weiter. Ich kann euch natürlich jetzt nicht so viel sagen, weil natürlich ich dann Sachen aus dem ersten Teil spoilern würde. Das möchte ich jetzt nicht. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich weiß gerade nicht, ob mein Bruder das gelesen hat. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall waren das die Bücher, die bei mir eingezogen sind. Ich bin super gespannt, wie die Bücher werden, die ich noch nicht gelesen habe. Lasst mich gerne wissen, was für Sommerbuchempfehlungen ihr so habt. Ob ihr welche habt, ob es zum Beispiel Bücher gibt, die ihr im Sommer immer lest. So zum Beispiel finde ich ja, dass es manche so Herbst- und Weihnachtsbücher gibt, die ich irgendwie dann immer lese oder auf die ich zumindest jedes Mal immer Bock habe. Bei Sommer- und Frühlingsbüchern ist das gar nicht so sehr so. Lasst mich das super gerne wissen. Ansonsten lasst mir gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Am besten sogar alles drei. Bleibt fit und gesund und bis zum nächsten Mal.